Ja, der Kreis F ist für mich aus gesehen der komplizierteste und auch der schwierigste Kreis von EM. Es sind wirklich brutal bärige Mannschaften, richtig gute Mannschaften. Und ja, das Spiel Ungarn gegen Frankreich wird für mich aus gesehen 0-3 ausgehen. Ja, Portugal-Deutschland wird sicher eines der schwierigsten Spiele in dem Spieltag sein. Und brutal schwieriges Spiel, viel Qualität in beiden Mannschaften. Und das Spiel wird für mich aus gesehen 1-1 ausgehen. Für die Portugiesen wird der Ronaldo klassisch durchschießen. Und für die Deutschen Kimmich. Ja, Polen-Spanien ist das klassische Spiel, Outsider gegen Favorit. Und ich glaube aber, die Spanier werden es nicht so leicht haben. Die Polen sind wirklich brutal gut, vor allem vorne mit dem Top-Stürmer Lewandowski. Und ich glaube, die Polen werden es machen und werden 2-1 gewinnen. Meine Lieblingsmannschaft ist Italien. Sie haben einen richtigen Mix von Jung und Alt, Qualität und Quantität. Sie haben richtig einen guten Trainer. Sie spielen gut, sie haben es richtig gut drauf und für mich können sie eine gewaltige EM spielen und ich hoffe natürlich, dass sie die EM gewinnen werden. Mein Lieblingsspieler ist Kanté von Frankreich. Er ist früher der gewaltigste Saison bei Chelsea gespielt, er ist wirklich ein brutal guter Spieler. Er hat alles kompletter Spieler, Quantität, Qualität, läuft brutal viel, immens und macht brutal wenig falsch. Er ist für mich eindeutig der beste Spieler allebei, der beste Mittelfeldspieler und verdient sich im Ballon d'Or. Die Franzosen sind Top-Favorit, sind wirklich die beste Mannschaft, besten Spieler und deshalb werden sie für mich gegen auch die Europameisterschaft gewinnen. Ja, mein persönliches Highlight war eindeutig 2006, wo Italien die WM gewonnen hat. Dann war ich zwar noch voll jung, 13 Jahre alt, aber ich bin immer der Zeit noch. War wirklich brutal schön, aber ein Elfmeterschießen ist sowieso noch brutal spannend. Und wenn der Grosso den letzten Elfmeter in hat, dann war ich brutal froh, das war eindeutig. Das ist, glaube ich, die schönste Erinnerung, das schönste Spiel, was ich je gesehen habe.